Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und tatsächlich auch mal wieder, ja, auch mal wieder muss man dazu sagen, Minecraft Bed Wars. Es ist lange her, seit Folge 25 kam. Also es ist schon ein bisschen länger her auf jeden Fall. Und wir werden jetzt auf jeden Fall reinstarten. Ich spiele übrigens auf dem Hypixel-Server, ich spiele nicht auf dem BlocksMC-Server. Der BlocksMC-Server ist leer as hell. Also da ist gar nichts mehr los. Deswegen spielen wir heute mal auf Hypixel. Und ja, aber nicht lange, wir starten direkt in die erste Runde. Aber ihr wisst, natürlich, nach dem Intro, ich würde sagen, ja, wir sehen uns nach dem Intro und wenn ich gespawnt bin. Bis gleich. Und da bin ich auch schon gespawnt. Ich bin Team Blau, das ist natürlich sehr schön. So, ey, ich habe so lange kein Bad Boss mehr gespielt, also habt Erbarmen mit mir, wenn ich ein bisschen schlechter bin. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Vor allem ist es jetzt gerade auch noch eine leichte Ungewöhnung wieder für mich, wieder auf 1.16 zu spielen. Da ich die letzten Minecraft-Aufnahmen hauptsächlich auf 1.8 gespielt habe. Warum, werdet ihr auch bald tatsächlich sehen. Ja, die erste Folge wird dann bald online kommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das hier funktioniert. Ich habe so lange kein Ding mehr gespielt, kein Bad Boss mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe gar keinen Plan mehr, wie das überhaupt alles funktioniert. Ich hole mir einfach noch mal Blöcke. Und noch mehr Blöcke. Gut, wir haben immerhin schon mal 32... Ja, wir haben immerhin mal ein bisschen Holz. Er ist tot. Ja, oh mein Gott, das war runtergefallen. Okay, rot ist hier hinten bei ihm. Warte mal. Das sind die Dias. Oh mein Gott, es gibt ja auch noch Dias. Es gibt, glaube ich, auch. Warte mal, gibt es sicher auch noch Dingens? Warte mal. Oh, es gibt ja auch noch Amber. Ey, ich habe so lange. Man merkt, glaube ich, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ja, gut, ganz toll. Das ist natürlich. Ich hätte eine Rüstung holen können. Egal. Erzählen wir uns keinem. Oh, warte, ich schon mal rüber will. Weil wenn ja, hau ich ihm gleich nämlich so einen schönen Feuerball. Einfach straight in die Fresse. So, gut, dann haben. Ah, okay. Okay. Ein Kürbis durch Kill. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. okay, 12 brauche ich für die Eisenrüstung. I mean, das Eisenschwert habe ich. Weiß noch nicht, ob mir das jetzt so viel. Ich dachte gerade, warum stacken die sich nicht? Scheiß drauf, hier oben einfach noch ein Feuerball. Hauen hier noch das Eisen rein. Ja, das wollte ich jetzt nicht drücken. Kannst mal weggehen, HBB. Ich sagte weggehen, HBB. Oh mein Gott, Digga, geh mir doch nicht auf die Eier. Man merkt, ich hab's lange nicht gespielt. Alter, ich bin so bad in dem Game. Oh mein Gott, Alter, bin ich bad in dem Game. Oh mein Gott, bin ich schlecht in diesem Spiel. Aber ich sehe es ein, ich sehe es ein. Ich merke ja selber, dass ich kacke im Game bin. Weiß ja nicht, ob mir das jetzt was bringt. What the fuck you want? Ja, der Arme, der ist gerade auch schon mies abgefuckt, Bruder. Ich höre schon den Rage Quit bei ihm im Hintergrund, ey. Ich höre ihn schon Rage Quit. Egal, es macht Spaß, mehr Feuerwände. Scheiße. Ja, will er wiederkommen? Nee, noch nicht. Doch. Will er. Ich tue einfach so, als würde ich ihn jetzt nicht sehen. Okay, jetzt wühlt sich ein Apfel rein. Und weg ist er.
Oh mein. Ja, perfekt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, back in der nächsten Runde. Eigentlich kein Bock mehr, aber naja. Ja, back in der nächsten Runde. Wir sind jetzt auf der Casino-Map. Also es scheint eine Casino-Map zu sein, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich spiele übrigens mit Optifine, damit ich halt eben auch reinzoomen kann und alles. Das ist halt eben der Grund, warum ich angefangen habe mit Optifine zu spielen. Das war ein schneller Place gerade. Ich hatte noch exakt so viel Holz, dass ich das hier perfekt einmal ausgibt. Ja, natürlich will Pink mich schon direkt holen, Digga. Komm mir das nur so vor, da fokussen die halt Real Talk, Alter. Das hat mich auch auf Dingen, auf Blocks im Ziel mal abgefuckt. Dass die direkt eingefokust haben. Man hat noch Bett eingebaut, die haben schon, weiß ich nicht, die haben schon Equipment für 8. Weltkrieg, Digga. Was ist das? Die haben sich schon vorbereitet. Was ist das? Bitte. Sag mal. Fuck voll ab. Ich glaube, der Bro kriegt gleich ein paar Feuerbälle ins Gesicht, Alter. Ja, ich habe natürlich alle verkackt, Digga. Natürlich habe ich alle verkackt. Digga, du kannst bei die. Ja, er hat ein Steinschwert. Digga, noch darf ich respawnen. Noch da werde ich einmal respawnen. Lass mich raten, der campt hier. Oh, bitte. Ich werde nicht ausrasten. Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ah, nächste Runde, letzte Runde. Ja, jetzt sind wir Team Rot. Na, mal gucken, vielleicht wird's besser. Was ich nicht glaube. Aber egal. Positiv bleiben. Aber mir ist aufgefallen, auf Hypixel lädt es nicht so wie auf BlockSimC. Auf BlockSimC haben die Runden manchmal ein bisschen gelaggt. Aber BlockSimC war halt so, ja, und war halt für mich und Karin damals der Einstiegsserver, was Bad Boss und sowas angeht. Da wir, beziehungsweise da er zu der Zeit das Microphone noch nicht kaufen konnte. Deswegen damals noch T-Launcher. Ich weiß nicht, wer von euch den T-Launcher noch kennt. Auf jeden Fall war das damals halt so unsere Möglichkeit, halt Minecraft zu zocken, zu zweit. Dann auch immer die Arthanos-Server damals noch. Ich weiß nicht, wer kennt den Server-Hoster Arthanos noch? Da haben wir uns damals immer so einen Server kostenlos geholt. Haben dann immer so ein bisschen gezockt. Wir hatten noch mal vor, ein Projekt zu machen, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir uns die ganze Zeit nur dauerhaft gekillt haben, als wir auf dem Server waren. Und dann haben wir uns selber gesagt, nee, Digga, das bringt nichts, wir killen uns eh nur gegenseitig. Und dann haben wir das halt gelassen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal tatsächlich ein Projekt. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Guck, vielleicht hat er auch Bock. Wäre auf jeden Fall cool, mal ein Projekt mit Karen zu machen. Hätte ich auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Wäre bestimmt ganz lustig. Ist bestimmt lustig, mit Karen so ein cooles Minecraft-Projekt mal zu machen. Gut, ich habe jetzt ja mein eigenes erstmal. Ich habe ja jetzt gerade eins gestartet. Wie gesagt, erste Folge kommt bald. Beziehungsweise die ersten zwei Folgen sind schon aufgenommen. Und ja, mal gucken, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal so als kleines Projekt, dass wir das einfach noch mal machen. Oder vielleicht mal ein anderes Projekt, wer weiß. Auf jeden Fall mal ein Minecraft-Projekt mit Karin, wäre auf jeden Fall auch mal. Ist auf jeden Fall auch eine Überlegung. Und ich habe mich verbaut. Ich hasse mein Leben. Ich habe meinen Feuerball weggeworfen.
Ich habe meinen Feuerball verschossen. Schön. Was kann ich überhaupt? Ja, erstmal Eisenschwert. Das ist erstmal das Wichtigste. Eisenschwert ist erstmal das Wichtigste. Und dann hole ich mir mal eine Spitzhacke, damit ich den einen Block da oben wegkriege. Oder dann da. Ergibt doch voll Sinn, dass ich Endstein mit einer Holzspitzhacke abbauen kann. Weil ich glaube, normal kannst du das nicht mit einer Holzspitzhacke abbauen. Gut, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der 24/7 Minecraft-Player. Ich zock gelegentlich Minecraft. Ich zock's nicht immer. Ich zock's halt dann, wenn ich Bock drauf hab. Aber sonst zock ich das eigentlich auch nur Free Time for me. So, und jetzt ein Goldapfel wird noch schmackhaft. Und ich kann mir sogar einen holen. Das ist natürlich sehr schmackotastisch. Ja, doch, das ist richtig. Wie mein Bett wurde. Was? Oha. Naja, egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are